Hallo und willkommen zurück zu Luke's Tiny Tot. Torture? Danke. Ja, tut mir leid, ich war gerade noch nicht so frei. Alles gut, keine Hektik. Ja, du machst hier die Hektik. Ich wollte halt anfangen. Ich wollte schnell sein. Also, pass auf. Mein Gott, der stellt sich das alles so einfach vor. Ja. Als Frau hat man Haare, die man irgendwie mit den Kopfhörern verarbeiten muss. Oh. Und das ging jetzt tatsächlich schneller als erwartet. Ja. Tatsächlich wurde ein bisschen Brainstorming betrieben. Toll, es geht wieder ein Kragen weiter. Aber da vorne ist doch schon gleich ein Stern. So nah und doch so fern. Nee, schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Ich kann vermutlich. Okay. Nein. Nein. Weißt du, was ich gerade suchen will? Bunch. Ja. Ja. Okay. Ich weiß nur nicht, ob diese ganze Apparatur so viel für Wandsprünge übrig hat. Okay. Okay. Ist okay, ich hätte sonst einen anderen Vorschlag noch gehabt, aber wenn du da hochkommst, ist alles tutti. Erzähl mal einen Vorschlag, vielleicht ist er gar nicht so doof. Vielleicht hätte er sogar funktioniert. Das kann ja auch sein. Mir fiel jetzt nichts Besseres rein, nur. Nee, der Vorschlag hätte so auch nicht funktioniert, denke ich mal. Weil mit meinem Vorschlag wären wir irgendwie auf der anderen Seite gelandet. Ja. Gut, wer jetzt. Na gut. Okay, wir stellen fest, das ist auch nicht gerade ohne. Ich habe das Gefühl, der ganze Heck war leicht und das ist jetzt schwer. Ja. Sag mal. Also ich glaube, unser Kollege hier hat etwas Gedächtnisschwund. Es waren so viele Schilder auf dem Weg, die uns gesagt haben, wir sollen umkehren. Wenn euch was in eurem Leben liegt, dann geht zurück, erfreut euch an euren 64 Sternen. Gebt einen Dreck auf die restlichen Sterne, die es hier noch zu sammeln gibt. Nehmt einfach das, was ihr habt und freut euch dran. Ich denke, kann Zeit aufs Leben haben. Ich meine, ich weiß, dass es hier... Aber das ist jetzt... Ich meine, ich hatte schon öfter mal kleine Flächen für ein Zeitwärtssaldo und habe immer einen hinbekommen. Und der Kollege Masi hat immer gedacht, wie soll man das schaffen? Aber ja, das ist ein neues Level. Im Wasser des Wortes? Aber ich habe eine Idee. Weil die Sache ist die... Oh, hey! Das hat doch nicht. Die Sache ist die. Ich glaube, was das angeht, bin ich tatsächlich etwas. Der Anti-Marcy. Ich frage mich, was daran. Also, es ist. Es kann eigentlich gar nicht so schwer sein, denke ich immer. Möchtest du nicht den Stern da unten? Ach, da war ein Stern? Ja? Ach, fuck. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Jetzt mache ich erst den. Wenn ich weiß, wie. Ich hätte aber sogar noch eine Idee, die mir aber wieder nicht gefällt. Und die hatten wir tatsächlich schon mal. Wobei, tatsächlich,
so kriege ich das ja auch noch hin. Dachte ich. Bauchplatscher ist jetzt, glaube ich, nicht die optimale Lösung. Tatsächlich eigentlich schon, weil man damit normalerweise höher kommt. Aber... Der Bauchplatscher hat nur irgendwie was von... Ich spring mal unkontrolliert weit und rutsch auf der anderen Seite mit einem Köpfer wieder in den Abgrund. Nö. Nö. Okay, dann... Okay. 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 Danke. Also das wird nichts, so kommst du nicht hoch genug. Ich hätte ja gern... Ich hätte gern was. Aber? Das nennt sich Wandsprung. Oh, ich habe noch eine Idee. Ich weiß noch nicht, ob sie klappt. Naja, nein. Da war doch noch was mit Wandsprung. Zack. Nein, das geht nicht. Also. Nee, so geht's auch. Ich finde es gerade einfach nur wieder sehr amüsant, wie du auf deinem Stuhl 10 cm wächst. Minimum. Ja! Das ist, was ich wollte. Ja. Jetzt nur noch wieder die Kurve bekommen. Also Leute, ich weiß nicht, wie lange habt ihr Zeit. Ich habe das Gefühl, diese letzte Welt wird noch circa 20 Parts dauern. Wenn ich schnell genug bin, bitten drücken. Bin ich nicht Wandsprung möglich. Ja, genau, sowas. Weil, dann macht ihn ja schnell. Ich muss jetzt schneller reagieren. Weil dann springe ich vielleicht höher. Na toll. So wie wir ja auch gelernt haben. Wenn wir wieder mal Frame Perfect springen. Ja. Oh! So zum Beispiel. Einfach mal die Kamera um 180 Grad drehen, auf einmal funktioniert's. Ah. Versuch's mal mit 180 Grad gedreht. Weil dieses Frame Perfect ist hier nämlich genau so notwendig, das ist das Problem. Da muss man nämlich genau wieder in diesen ein, zwei Frames, in denen man an der Wand ankommt, drücken. Das ist nämlich genau das, was auch der Ruben dann teilweise hatte, ne? Der hat teilweise ja nur solche Sprünge hinbekommen. Ja, das ist hier... Ich krieg's ja tatsächlich anscheinend, wenn man die Sternchen beachtet, recht gut hin, nur offensichtlich nicht perfekt genug. Und hier ist die Wand halt leider Gottes etwas näher, das heißt, ich kann normal, Das heißt, ich muss viel früher drücken. Aber halt auch nicht zu früh. Ich wollte gerade sagen, weil sonst hätte ich nämlich jetzt... Welche Seite soll ich jetzt gehen? Probier's mal hier, die sieht angenehm aus, die linke.
Ich weiß ja noch nicht, inwieweit angenehmer, aber irgendwie. Oh. Jetzt wollte ich jetzt erst mal. Erstmal ein Safe und dann hoch. Ja. Ich habe eine Frage. Ja. Ach so. Also es. Oh. Ich meine, ich sehe ja auch, dass diese ganzen Gebilde hier irgendwie falsch rum sind etc. pp. Aber bin ich die Einzige, die diese Sphären hier ziemlich verwirrend findet? Ja. Willkommen im Club. Das Ding ist, man müsste das Original-Level viel intensiver kennen und das habe ich nie selber gespielt. Maximal ein LP dazu, sogar das Let's Play von Luke Miller, sie guckt, ja. Und der ist halt durchgerascht. Zack, zack, zack. Interessant, interessant. Sehr interessant. Das erste Drittel hast du überstanden. Als nächstes musst du auf die gegenüberliegende Seite, falle ja nicht herunter. Als Belohnung fürs Herkommen gebe ich dir noch eine letzte Trickerklärung. Augentrick. Wenn du Schaden nimmst, bist du kurzzeitig unbesiegbar. Bewege dich in der Zeit in dein Auge hinein, so bleibst du weiterhin unverwundbar. Krieche dann in kleinen Kreisen, um das Auge zu besiegen. Ja, genau. So geht's auch mit wenig Platz. Richtig, das Hammer. Da habe ich tatsächlich auch noch was im Kopf, ja. Bei dem guten Ruben. Genau, tut mir leid. Ich der Kopf setzt langsam aus. Ja. Das erste Drittel ist überstanden. Das heißt, ich überlege jetzt, da waren zwei Möglichkeiten für Stände. Ich meine, da unten ist die Box, ne? Ja, und da, eine, den du offensichtlich nicht möchtest. Ja, aber da ist die Frage. Da, man muss ja eigentlich jetzt bei jedem hoch, ne? Bei jedem ja. Neu hoch. Das heißt, ich mache erst das Schwierigste, dann das Mittel und dann das Einfache. Also ich mache einfach, ich verkürze einfach den Weg immer. Wenn das in Ordnung ist. Für mich ist es natürlich in Ordnung. Nur, wie willst du da hochkommen? Das ist eigentlich sogar machbar, glaube ich. Oder muss ich die andere Seite nehmen? Probieren wir mal die andere Seite. Das würde ich an deiner Stelle nicht. Das heißt, man kommt hier gar nicht so hoch, wie man das sich so vorstellt. Nein. Okay. Weil da oben ist überall Treibland orange. Aber dann was soll ich da oben dann? Dann ist vielleicht die andere Frage, ob sie unten nicht weiter. Nö. Die Frage, die ich mich stelle, andere Seite, vielleicht die andere Seite von dieser Mauer? Und was machen wir denn hier? Okay, macht Sinn, Dings, aber. Also hier hoch soll man wohl regulär kommen. Aber wie. Dann müsste ich ja. Nee. Das gefällt mir gerade nicht. Da komme ich nicht hoch. Aber beim besten Willen nicht. Im Ernst. Also, wir können ja mal Spaß halber. Wir haben ja gemerkt, dass. Plan. Hat jemand einen Plan? Ah, nee, ist zu weit weg. Ich hab grad nur noch mal dieses
lila Gebilde da gesehen. Das da? Genau. Okay, das ist zwar schön und gut hier. Aber gut, vielleicht bringt es mir sogar was. Wir gucken uns jetzt mal um. Ich schaue jetzt, dass ich hier nicht. Oben ist überall Treibsand. Aber. Ich will nicht zurück. Ich will nicht zurück müssen. Ich sag's mal so. Weil wenn ich zurück muss und ich muss dann wieder her, ich hab Angst. Ich sag's mal so. Ich mach jetzt selbst nicht. Ich vertraue jetzt einfach mal Lookmelords Worten, dass das erste Drittel, was wir jetzt hinter uns haben, im Prinzip das schwierigste war. Das heißt, es kann doch eigentlich gar nicht so kompliziert sein, wie wir es uns vorstellen, oder? Nö. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Immer dieses doofe Treibsandmoos auf dieser oberen Seite. Ja. So, der Ausweg ist immer noch dieser Stern da unten. Also ich könnte. Der bleibt natürlich. Ich könnte mir vorstellen. Nö, perfekt ist das auch nicht. Dann die Frage. Was ist perfekt? Dann die andere Frage, soll man das so machen? Also ich glaube, du wärst schon von viel weiter unten daran gekommen. Einfach einen Long Jump und dann hättest du ihn gehabt. Nach wie vor, ich wenn denn jetzt mach, hätte ich vielleicht mit diesem Schild eine Chance? Was sagt denn dieses Schild nochmal? Ab einem bestimmten Stern kommst du weiter hoch. Ah ja. Ja, Kapitel 5 und 6. Nein, dann will ich das hier eigentlich gern weitermachen. Wenn ich schon mal hier hoch geschafft habe. Okay, pass auf, ich mach das jetzt. Ich gehe hier hin. Und aber auch. Ich versuche gerade mal zu rechnen. Stern 3 haben wir jetzt ja auch noch nicht gefunden, ne? Nein. Okay. Wenn das unten Stern 1 ist, dann Respekt, dass er so weit unten ist und nicht erst nach dem ersten Drittel, aber. Ich sag mal so, wobei, das könnte das ja. Ist im Prinzip nach dem schwierigsten Teil irgendwie. Das ist auch kein Stern. Ja, nach dem schwierigsten Teil. Okay, ich versuche gerade mal einen Überblick zu schaffen. Stern 1 ist jetzt da unten. Stern 2 haben wir, Stern 3 ist irgendwo auch in Bodennähe. In welchen Kapiteln war jetzt dieser Barb aktiv? 5 und 6, oder? Ja. Haben wir schon eine Idee zwecks Stern 4? Hast du da schon irgendwas im Blick gehabt? Ja. Und zwar da bei dem Panzer, wo man war. Da konnte man auch einen Pomp drauf. Und da oben, glaube ich, dürfte es weitergehen. Weil die Geschichte ist die. Wenn Stern 1 ist da unten, wenn Stern 1 da unten ist, halbwegs easy jetzt von der aktuellen Situation her. Ja. Stern 3 auch irgendwo da unten ist. Stern 4, deiner Meinung nach auch irgendwo von nicht hier oben erreichbar ist. Moment. Und in Kapitel 5, der Warp aktiv ist. Moment. Hat er nicht gemeint? Stern 2 und 3 sind unten.
Ich dachte, der Erste soll mich am Boden halten. Der Erste soll sich am Boden halten. Also der Aufstieg zu Stern 1 soll dich am Boden halten, wo Stern 2 und 3 sind. Ja. Weil 2 haben wir schon und das dürfte dann auch 3 sein. Weil der Zweite, der war das mit den Münzen. Also mit den Münzen. Der Zweite war da mit dem das Panzerrennen. Und dann ist der Dritte wahrscheinlich entweder das mit den roten Münzen oder das mit den einfach hoch den Schwamm drauf oder beides ist der ein und dasselbe Stand. Je nachdem hätte man Stand 3 bzw. sogar 4 schon gewusst. Das heißt, 1 ist irgendwie. Die Frage ist halt jetzt: Erste Drittel ist überstanden, das ist schön und gut. Ich mache jetzt einfach mal. Ich will jetzt wissen, welcher Stand das ist. Ich sage, es ist Stern 1. Wenn das Stern 1 ist, dann hättest du von viel weiter unten erreichen können. Aber warum ist das dann Stern 1? Warum nicht? Naja, wenn Stern 1 doch der brutalste sein soll. Es soll nicht der brutalste sein, aber dich darauf hinführen. Ich würde. Du hättest ihn von der Hälfte von dem aktuell zurückgelegten Weg, hättest du ihn schon erreichen können mit Long Jump. Okay. Es ist aber dann eins klar, es muss hier wo weitergehen. Es muss hier wo weitergehen. Deswegen würde ich sagen, ich erkundige mich. Wir erkundigen uns. Es geht hier ein bisschen weit. Und ich habe nicht so viel Plan hier. Noch mal eine ganz kurze Frage wieder zu meiner Sternenrechnung. Ja? Die silbernen Münzen waren auch alle in Bodennähe, soweit ich das richtig im Kopf habe. Ja, ich glaube schon. Dann gehe ich davon aus, dass sie Stern 4 sind. Naja, ist eben die, genau die Möglichkeit, dass Stern 4 die Münzen sind und Stern... Und für Stern 5 kommst du wieder hier hoch. 5 komme ich hier wieder hoch. In Kapitel 5 und 6 muss es aktiviert sein, soweit ich gelesen habe. Ja, okay. Trotzdem muss ich da früher spielen. Ich muss ja einmal hier hoch, ganz hoch. Ja, das schon. Sollen wir kurz einen kleinen Cut machen? Ja. Ich komme durcheinander. Ich könnte ihn jetzt sammeln und darauf vertrauen, dass man da später durch den Warp hochkommt und wir alles andere so sammeln, aber ich will nicht darauf vertrauen. Ich will gerade nicht darauf vertrauen. Aber dann muss es ja wirklich angedacht sein, dass man von hier oben darunter springt. Nein, es würde mit einem Longjump von weiter unten meines Erachtens nach auch funktionieren. Dann ist aber die Frage, warum ist erst hier oben das erste Drittel zu Ende? Wer sagt, dass der Stern exakt noch im ersten Drittel vorhanden sein muss? Das ist einfach nur das erste Drittel am schwierigsten zu erklimmen. Er kann auch während des ersten Drittels irgendwo erreichbar sein. Und wenn es von hier aus geplant wäre, dann... Na gut, du bist hier gelandet, das geht eigentlich auch noch. Ich fühle mich noch nicht ganz wohl dabei, aber ich hoffe jetzt einfach mal aufs Beste, dass es wirklich so ist, dass wir das... Ja, einen Teil der Weg muss ich so oder so neu machen. Schätze ich mal. Ha. Also sollte es doch noch hinten gehen, losgehen, kannst du halt immer sagen, du hast mir ja gesagt. Na. Weil du weißt doch, dass es normalerweise so ist, dass das Glück auf deiner Seite in dem Fall ist. Das könnte überall sein, aber nee, es ist hier. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Tut uns leid, dass es diesmal auch wieder so wenig weitergegangen ist. Wobei, wir haben ja doch das erste Drittel jetzt gar geschafft. Wir hätten es geschafft. Aber sagen wir es mal so, wir wissen zumindest wie, wo, was weiß Obi. Hälfte. Ja. Also gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssi.